Okay, hi. Wie gerade schon gesagt wurde, unser Projekt heißt Web of Web Trust, / Brückenpresse, und ich habe jetzt wirklich viel zu sagen, deswegen gebe ich das Mikro direkt weiter, damit ihr auch herausfindet, worum es in unserem Projekt geht. Das Problem bzw. die Fragestellung, die wir uns gestellt haben, ist, dass im Internet nicht alle Medien wirklich vertrauenswürdig sind. Desinformation ist dabei ein größtes Problem. Das dürfte vielen Leuten hier bewusst sein. Deswegen haben wir uns gefragt, wie könnten wir dafür sorgen, dass man erkennt, dass eine Webseite nun vertrauenswürdig ist oder eben nicht. Am Ende steht eine Browser-Erweiterung, die darüber Auskunft gibt, wie vertrauenswürdig jetzt eine Website beispielsweise als Nachrichtenquelle ist. Dafür verwenden wir verschiedene Daten. Zum einen schauen wir, wie die Webseiten untereinander aufeinander verlinken. Dafür analysieren wir die Links und beurteilen anhand dessen, wenn eine vertrauenswürdige Webseite, die wir vorher definieren, auf eine Seite verlinkt, hat das natürlich einen gewissen Einfluss auf die Vertrauenswürdigkeit dieser Seite. Selbiges gibt es aber auch im Negativbeispiel. Am Ende zeigen wir halt eine Warnung an, wenn die Seite, naja, vielleicht nicht unbedingt die primäre Informationsquelle sein sollte. Da fließen auch Rügen des Presserates ein. Der Presserat ist eine Institution, der sich Medien anschließen können, und dieser hat den Pressekodex, der angibt, wie zum Beispiel Werbung und Inhalt getrennt werden sollen. Aber auch, dass journalistische Standards existieren und dass diese eingehalten werden müssen. Da sind zwar nicht alle Mitglied, aber die größeren Medien sind Mitglied, daher beziehen wir diese Daten auch ein. Genau. Die Erweiterung, die wir gebaut haben, ist eine Browser-Erweiterung, da das die Darstellungsform ist, die wir am liebsten haben wollen. Die haben wir natürlich gebaut, die haben wir gebaut mit JavaScript und so auch, dass sie kompatibel mit Firefox und Chromium ist, also quasi alle Browser, die benutzt werden, zumindest größtenteils abdeckt. Und diese Erweiterung kommuniziert mit dem Server, also mit unserem Backend, das wir geschrieben haben, über eine API. Das eine API ist eine Schnittstelle, die zwischen nur mal einem Hintergrundprozess, der irgendwo im Internet läuft, und unserer Erweiterung selber existiert, damit die beiden miteinander reden können. Das Ganze, die Daten und Technologien, wir haben einmal einen Scraper geschrieben, der geht quasi durch das Internet automatisch und guckt sich quasi an, welche Webseiten auf welche anderen Webseiten verlinken, und kann somit quasi zeigen, welche Quellen vielleicht gut sind, weil sie von anderen guten Quellen zitiert werden. Ansonsten haben wir halt über eine andere API die Rügen des Presserates ausgelesen. Diese API war sehr, sehr komisch. Ansonsten haben wir an unserem Server noch eine Datenbank mit PostgreSQL laufen, und in dieser Datenbank werden die ganzen Webseiten, die von unserem Scraper gesammelt werden, noch miteinander verknüpft. Jo. Okay, und um die verschiedenen Webseiten dann miteinander zu verbinden, benutzen wir einen Graphen. Das heißt, wir stellen die verschiedenen Domains als Punkte dar und verbinden sie danach über die Links, wenn sie sich gegenseitig zitieren. Dafür benutzen wir zur Bewertung einen von uns sogenannten Bonbon-Algorithmus. Dieser Algorithmus belohnt Webseiten dafür, wenn sie von anderen als Quellen angegeben werden, und zieht ihnen Punkte ab, beziehungsweise gibt anderen Seiten Punkte, wenn sie andere Seiten zitieren. Das sieht dann so aus bei unserem Beispiel: Wikipedia zitiert relativ viel und hat deswegen relativ wenig Punkte, weil sie von anderen nicht so viel zitiert werden, aber zum Beispiel eine Seite wie Spiegel, die einen neutralen, die relativ viel zitiert wird, aber die wenig andere zitiert, hat einen relativ hohen Score. Man kann dabei natürlich auch einen neutralen Score behalten, aber so kriegen wir es dann am Ende raus, dass wir von Zitaten und von anderen Zitierungen einen Score berechnen können und so die Vertrauenswürdigkeit einer Seite bewerten können. Genau, dann kommen wir jetzt zu unserer Live-Demo. Dafür gehen wir mal aus unserer Präsentation raus, gehen zuerst auf die Website bild.de. Dann sollten wir gleich oben rechts, da können wir schon mal hinschauen, wenn die Seite vollständig geladen hat, sollte da, mal schauen, ob das funktioniert, eine Benachrichtigung kommen, wo dann steht, dass die Bild nicht vertrauenswürdig ist. Genau, das ist eine unserer Benachrichtigungen, die von unserem Plugin ausgelöst werden. Jetzt können wir auch für Details darauf klicken. Hier sehen wir jetzt noch die Anzahl der Rügen des Presserates und sehen nochmal eine Einschätzung, wie nicht vertrauenswürdig denn die Bild ist. An dieser Stelle könnten da noch weitere Informationen stehen, das haben wir aber bisher nicht geschafft, mehr in unserer Zeit. Und wir wollen natürlich immer besser werden, und deswegen wollen wir in Zukunft mehr Daten sammeln, um ausführlicher Ergebnisse zu präsentieren, und dafür benutzen wir Natural Language Processing, um auf jeden Fall auch alle Sprachen mit einzubegreifen.
An dieser Stelle ein Riesendank an das ganze, die ganze Jugendtag-Orga und natürlich auch an unsere Mentoren Karl und Annika. Vielen, vielen Dank. Alle anderen, die geholfen haben, kriegen natürlich auch ein großes Dankeschön von uns. Und dem Presserat danken wir auch für die vielen Daten, sonst wäre das Projekt gar nicht möglich gewesen. Und mit dieser Extension hoffen wir einfach, das Internet ein bisschen ordentlicher gemacht zu haben. Ja, den Source Code kann man dann noch auf GitHub finden. Da haben wir alles hochgeladen, was man benötigen würde. Was? Ob du den Source Code noch haben